Wer sagt wann, was, zu wem und warum? Ich begrüße Sie zum Telekolleg Deutsch. Mit dieser Fragestellung kommen Sie bei einer literarischen Textanalyse zum Drama schon recht weit. Denn das Sagen ist im Drama das A und O. Bei der Lektüre eines Dramentextes haben Sie außer den meist spärlichen Regieanweisungen nur einen Anhaltspunkt für Ihre Interpretation. Die Rede der Figuren. Es gibt keinen Erzähler, wie zum Beispiel im Roman, der Sachverhalte und Gegebenheiten außerhalb von Dialogen oder Monologen erklären könnte. Zwei längere Dramenausschnitte haben wir für Sie vorbereitet, und zwar aus Friedrich Schillers Don Carlos und Georg Büchners Woyzeck. Wir fangen mit Büchner an und werden hinterher zum Beispiel die Aufgabe stellen, charakterisieren Sie Woyzeck und den Hauptmann. Ein guter Mensch, Woyzeck. Tja, ein guter Mensch. Tja, ein guter Mensch, Woyzeck. Jawohl, Herr Hauptmann. Ein guter Mensch, Woyzeck. Hopp, ein guter Mensch. Hopp. Langsam, Woyzeck. Langsam. Hopp. Langsam. Hopp. Langsam, Woyzeck. Jawohl, langsam. Herr Hauptmann. Langsam, Woyzeck. Hopp. Langsam. Hopp. Langsam, Woyzeck. Jawohl, langsam. Herr Hauptmann. Langsam, Woyzeck. Hopp. Langsam. Langsam, Woyzeck. Langsam. Langsam, Woyzeck. Langsam. Langsam, Woyzeck. Eins nach dem anderen. Er macht mir ganz schwindlig. Was soll ich denn mit den 10 Minuten anfangen, die er heute zu früh fertig wird? Bedenkt er, Woyzeck, er hat noch seine schöne 30 Jahre zu leben. 30 Jahre macht 360 Monate und Tage, Stunden, Minuten. Was will er denn mit der ungeheuren Zeit all anfangen? Teilt er sich ein? Woyzeck! Jawohl, Herr Hauptmann. Es wird mir ganz Angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denke. Beschäftigung, Woyzeck! Beschäftigung! Ewig. Das ist ewig. Das ist ewig. Das siehst du ein. Woyzeck? Er ist ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Aber, Woyzeck, er hat keine Moral. Moral, das ist, wenn man moralisch ist. Versteht ihr? Es ist ein gutes Wort. Er hat ein Kind. Ohne den Segen der Kirche, wie unser Herr Garnisonsprediger zu sagen pflegt, ohne den Segen der Kirche, es ist nicht von mir. Herr Hauptmann, der liebe Gott wird den armen Wurm nicht darum ansehen, ob das Amen drüber gesagt wurde, bevor er gemacht wurde. Der Herr sprach: Lasset die Kindlein zu mir kommen. Was sagt ihr da? Was ist das für eine kuriose Antwort? Er macht mich ganz konfus mit seiner Antwort. Wenn ich sage er, so meine ich ihn. Wir arme Leute. Sehen Sie, Herr Hauptmann, Geld. Wer kein Geld hat, da setzt einmal einer seinsgleichen auf die Moral in die Welt. Man hat auch sein Fleisch und Blut. Uns eins ist doch einmal unselig in der und in der anderen Welt. Ich glaube, wenn wir in Himmel kämen, so müssten wir donnern helfen. Er hat keine Tugend. Er ist kein tugendhafter Mensch. Fleisch und Blut! Oh. Wenn ich am Fenster lieg, wenn's geregnet hat und den weißen Strümpfen so nachschau,
wie sie über die Gassen springen. Oh, verdammt, Wojciech. Da kommt mir die Liebe. Ich habe auch Fleisch und Blut. Aber die Tugend, Wojciech, die Tugend, wie sollte ich dann die Zeit herumbringen? Ich sag mir immer, du bist ein tugendhafter Mensch, ein guter Mensch, ein guter Mensch. Ja, Herr Hauptmann, die Tugend, ich hab's noch nicht so aus. Wir gemeine Leute, sehen Sie, das hat keine Tugend. Es kommt einem nur so die Natur. Aber wenn ich ein Herr wäre und hätte ein Hut und ein Anglais und könnt vornehm reden, ich wollte schon tugendhaft sein. Es muss was schön sein um die Tugend. Tja, aber ich bin ein armer Kerl. Gut, Wojciech, gut. Er ist ein guter Mensch. Aber, Wojciech, du denkst zu viel. Das zehrt. Du siehst immer so verhetzt aus. Der Diskurs hat mich ganz angegriffen. Komm jetzt, Wojciech. Und immer hübsch langsam die Straße entlang. Jawohl. Komm jetzt. Und immer hübsch langsam. Langsam, Wojciech. Langsam, Wojciech. Langsam, Wojciech. Langsam. Langsam, Wojciech! Jawohl! Langsam, Wojciech! Langsam! Zu uns ins Studio gekommen ist heute Friedel Schad. Ich grüße Sie, Herr Schad. Sie sind Deutschlehrer und Fachbuchautor und, so steht es in Ihrem Lebenslauf, überzeugter Pfälzer. Was hat es denn damit auf sich? Na gut, ich bin Deutschlehrer und bilde Deutschlehrer aus. Pfälzer bin ich aus Überzeugung, das ist richtig. Aber ich unterrichte in Speyer an einer Schule, da steht über dem Eingangsportal ganz groß in Sandstein, Königlich Bayerisches Gymnasium. Also wir können davon ausgehen, dass Sie sich auch bei uns in Bayern wohlfühlen? So ist es. Sie haben ja für uns die Dramenausschnitte ausgesucht heute und auch die Lösungsvorschläge vorbereitet. Vielen Dank dafür. Bevor wir aber mit der ersten Aufgabe einsteigen, worum geht es denn eigentlich im Wojciech? Ja, der Wojciech geht eigentlich zurück auf eine tatsächliche Begebenheit. Ein Soldat Wojciech hat seine Geliebte umgebracht, wurde dafür verurteilt und hingerichtet. Es gab damals in der Öffentlichkeit eine große Diskussion um diese Hinrichtung, weil man glaubte, der Delinquent sei nicht zurechnungsfähig. Büchner hatte Zugang zu den Gutachten des Dr. Clarus, die den Fall betrafen. Und er war interessiert an dem Fall, vor allen Dingen, weil ihn diese soziale Determiniertheit des Delinquenten interessierte. Und entsprechend legt er auch seine Figur an. Das heißt also, der Soldat Wojciech Büchners, der ist in einer fatalen Situation. Er hat kein Geld. Er nutzt jede Gelegenheit, um zu Geld zu kommen. Er rasiert seinen Hauptmann außerdienstlich. Er stellt seinen Körper zur Verfügung für medizinische Experimente und dergleichen mehr. Aber er kommt nicht weiter. Er kennt seine Lage, kann sie aber nicht verändern. Gleichzeitig ist er nun liiert mit Marie, von der er ein uneheliches Kind hat. Dieser Marie allerdings genügt das Leben nicht, das ihr der Wojciech bieten kann, und sie bandelt mit einem Tambourmajor an. Dagegen nun kann Wojciech sich nicht wehren, und so sieht er nur noch einen Ausweg, nämlich Marie umzubringen in dieser keineswegs guten, sondern eben bösen, schlechten Welt, die er, so sagt es die Großmutter im Märchen, ein umgestürzter Hafen, also ein umgekippter Nachttopf ist. Kommen wir damit zu unserer ersten Aufgabe, und die hieß: Charakterisieren Sie die beiden Hauptfiguren und beschreiben Sie das Verhältnis der beiden zueinander. Der Figur des Hauptmanns geht alles ab, was man von einem Offizier eigentlich erwartet. Zögerlich, ängstlich, keine Spur von einem Haudegen. Triefend vor Selbstmitleid und selbstgerecht hantiert er mit Worthülsen, die wohl einmal wichtige Inhalte hatten, nun aber aus seinem Mund unglaubwürdig klingen. Er besteht auf seinem Rang, der ihm in jeder Situation gegenüber dem Soldaten Wojciech Recht gibt. Er kann es sich leisten, Tugend und Moral einzufordern und gut gemeinte Ratschläge zu geben, wie das am Ende der Szene geschieht. Wojciech hingegen ist der bescheidene Untergebene,
der seinem selbstzufriedenen Vorgesetzten dienstbeflissen gehorcht. Dabei reicht es zunächst nur zu einem Jawohl. Erst als sein Kind zur Sprache kommt, gibt Wojciech mehr von seiner Haltung und Lebenseinstellung zu erkennen. Jetzt wird deutlich, dass er aufgrund seiner sozialen Situation sich ein gutes Gewissen einfach nicht leisten kann. Den Vorwurf, er habe keine Moral, kontert er allerdings mit einem Bibelwort. Mit dieser Antwort freilich kann der Hauptmann überhaupt nichts anfangen. Er ist verwirrt, und das zeigt umso deutlicher, dass er eben nur mit Worthülsen jongliert, während Wojciech, so schwer es ihm auch fällt, seine Situation zu artikulieren, eben doch auch immer wieder Wahrheiten ausspricht. Er sieht, dass arme Leute wie er mit der Tugend ihre Probleme haben. Gewiss, so vermutet Wojciech, es muss etwas Schönes sein um die Tugend. Aber er weiß auch, ich bin ein armer Kerl. Da bleibt ihm keine Zeit für die Tugend. Mit seiner Schlussbemerkung, der Diskurs habe ihn sehr angegriffen, krönt der Hauptmann die Karikatur seiner selbst. Charakterisieren Sie die Dramenfigur XY? Das ist ja eine beliebte Prüfungsaufgabe. Ja, und wie ist die am besten zu lösen? Ach, da kann eigentlich nicht viel schiefgehen, wenn man sich angewöhnt, etwa 4 Fragenkreise zu beantworten, und zwar ganz konkret. Zum ersten wird man fragen, um wen handelt es sich überhaupt? Das heißt, man macht Angaben über Alter, Geschlecht und dergleichen mehr. Dann wird man als zweites zu beantworten haben, in welcher Situation befindet sich die Figur? Drittens wird man fragen, was tut die Figur genau? Wie agiert sie im Rahmen der übrigen Figuren? Und schließlich fragt man, welche Ziele verfolgt sie, welche Gründe hat sie oder welche glaubt sie zu haben. Und wenn man das Ganze dann noch vertiefen will, dann sollte man fragen, wie schätzt diese Figur sich selbst ein, was hält sie von sich und dann, wie wird sie von anderen eingeschätzt, was halten die von ihr. Inwieweit darf denn eigentlich auch vom Text selbst zitiert werden oder wie stark müssen die eigenen Formulierungen ausgeprägt sein? Nun, Zitate sind zwar wichtig, aber im Mittelpunkt stehen die eigenen Formulierungen. Und da geht es eben dabei, das, was die Figuren sagen, auf den Begriff zu bringen, sozusagen zu abstrahieren, zu verallgemeinern. Der Text wird dann wieder herangezogen, um zu belegen. Konkretes Beispiel, in unserem Fall sagt der Hauptmann, Moral ist, wenn man moralisch ist. Daraus wird dann in der Figurenbeschreibung, der Hauptmann jongliert mit Worthülsen. Das heißt also, der konkrete Fall wird abstrahiert ins Allgemeine. Schauen wir uns gleich die zweite Aufgabe zu der Anfangsszene aus dem Wojciech an. Da war gefordert, untersuchen Sie, welche Aspekte der Gesamtsituation Wojciechs in der Szene dargestellt werden. Die Szene macht deutlich, Wojciech ist in einer fatalen sozialen Situation. Er ist als Soldat Untergebener des Hauptmanns, muss diesem aber auch außerhalb der Kaserne zu Diensten sein. Er sieht sich konfrontiert mit dessen Forderungen nach Tugend und Moral, weiß aber gleichzeitig, dass er nicht in der Lage ist, diesen Forderungen gerecht zu werden. Er lässt erkennen, dass er zwar versucht zu denken, dass er aber andererseits vieles noch nicht so aus hat. Er weiß um seine Lage, aber er rebelliert nicht. Er akzeptiert sie und versucht, sich zu arrangieren. Tugend und Moral, die das Bürgertum fordert, und da kann man den Hauptmann als einen Vertreter des Bürgertums sehen, stellt er keineswegs in Frage. Im Gegenteil, sie könnten sehr wohl etwas Schönes sein. Allerdings, seine soziale Lage lässt ihm keinen Raum, diesen Vorstellungen zu entsprechen. Die Frage nach Wojciechs Gesamtsituation, sicherlich etwas komplexer, aber auch die ist zu lösen, nämlich wie? Ja, man fragt, was von der Gesamtsituation spiegelt sich in der konkreten Situation. Und das ist gerade beim Wojciech relativ einfach, denn die Gesamtsituation ist in jeder einzelnen Szene insgesamt präsent. Sie wird nur von jeweils einer anderen Richtung her beleuchtet. Das war ja nun die erste Szene aus dem Wojciech, die wir gesehen haben. Und der ersten Szene kommt durchaus auch eine besondere Bedeutung zu. Im klassischen Drama, ja. Da erfahren wir in den ersten Szenen, vielleicht verwenden wir Plural, insgesamt die Voraussetzungen, die Handlungsvoraussetzungen, die Figuren, die örtlichen Voraussetzungen, die Umstände, die für die Gesamthandlung eine Rolle spielen. Bei Wojciech ist es etwas anders.
Wir wissen ja nicht genau, in welcher Anordnung Büchner selbst die Szenen haben wollte. Der Wojciech ist uns nur als Fragment erhalten. Und wir wissen nicht einmal genau, wie Büchner sich die Anordnung der Szenen gedacht hat. Das spielt auch keine so große Rolle, denn wir haben es beim Wojciech nicht, wie im klassischen Drama, mit einer ansteigenden Handlung, einer Peripetie und Katastrophe zu tun, sondern das Problem ist immer schon da. Die Katastrophe ist in jeder Szene eigentlich schon vorhanden. Mit anderen Worten, in diesem Stück wird der Zustand beleuchtet, bewusst gemacht, erklärt. Und das macht das Stück eben zu einem modernen Stück. Unser zweites Drama, das Sie auch mit vorbereitet haben, das ist Don Carlos, entstanden etwa 50 Jahre vor dem Wojciech. Und wir schauen uns gleich den 10. Auftritt aus dem 3. Akt an. Die Szene spielt am Hof des spanischen Königs. Was ist denn bis hierhin passiert? Ja, das Wichtigste, das liegt sogar vor dem Beginn des Stückes. Der spanische König Philipp II. Hat seinem Sohn die Verlobte ausgespannt und selbst geheiratet. Der Philipp war eben der Mächtigere. Der Sohn ist aber immer noch verliebt in seine Stiefmutter. Und ein zweites wichtiges Moment. Der Sohn, also Don Carlos, verbindet sich mit einem Marquis und das schon seit frühester Kindheit. Beide sind freundschaftlich verbunden. Der Marquis kommt aus dem Ausland zurück, will jetzt, und das ist der Beginn des Stückes, den jungen Thronfolger treffen. Der ist auch sehr erfreut und möchte die Freundschaft auffrischen. Allerdings, der Posa geht eher auf Distanz, denn er möchte im Don Carlos den Thronfolger treffen und in ihm einen Verbündeten für seine eigenen politischen Intentionen sozusagen gewinnen. Nun, dem König kommt einiges zu Ohren und er fühlt sich menschlich alleingelassen. Und genau in dieser Situation lässt er den Posa rufen, von dessen Rückkehr aus dem Ausland er gehört hat. Er versucht also vermutlich hier in Posa eine objektive Meinung zu hören. Damit kennen wir die Ausgangsposition. Posa wurde also zur Audienz bei Philipp gerufen. Wenn Sie beim Zuschauen schon mit überlegen wollen, welche Staatsideen werden hier gegenübergestellt? So heißt nachher unsere Frage. Und jetzt Vorhang auf. Ihr Auftritt, Marquis Posa. Ihr tratet aus meinen Diensten, höre ich. Einem Besseren den Platz zu räumen, zog ich mich zurück. Es tut mir leid. Wenn solche Köpfe feiern, wie viel Verlust für meinen Staat. Vielleicht befürchtet ihr, die Sphäre zu verfehlen, die eures Geistes würdig ist. Oh nein. Ich bin gewiss, dass der erfahrene Kenner in Menschenseelen geübt beim ersten Blicke wird gelesen haben, was ich ihm taugen kann, was nicht, doch... Ihr bedenket euch? Ich muss gestehen, es hier sogleich nicht vorbereitet, was ich als Bürger dieser Welt gedacht, in Worte ihres Untertans zu kleiden. Ich kann nicht Fürstendiener sein. Sire, wenn Sie mich anzustellen würdigen, so wollen Sie nur die vorgewogene Tat. Sie wollen nur meinen Arm und meinen Mut im Felde, nur meinen Kopf im Rat, nicht meine Taten. Der Beifall, den Sie finden an dem Thron, soll meiner Taten Endzweck sein. Mir aber hat die Tugend eigenen Wert. Ich liebe die Menschheit. Und in Monarchien darf ich niemand lieben als mich selbst. Dies Feuer ist lobenswert. Ihr seid ein Protestant. Ihr Glaube hier ist auch der meinige. Ich werde missverstanden, das war es, was ich fürchtete. Ich bin gefährlich, weil ich über mich gedacht. Ich bin es nicht, mein König. Meine Wünsche verwesen hier. Die lächerliche Wut der Neuerung, die nur der Kettenlast, die sie nicht ganz zerbrechen kann, vergrößert, wird mein Blut nie erhitzen. Das Jahrhundert ist meinem Ideal nicht reif. Ich lebe ein Bürger derer, welche kommen werden. Bin ich der Erste, der euch von dieser Seite kennt? Von dieser, ja. Neu zum wenigsten ist dieser Ton. Die Schmeichelei erschöpft sich. Warum nicht auch einmal die Probe von dem Gegenteil? Das Überraschende macht Glück. Ich höre es hier, wie klein, wie niedrig Sie von Menschenwürde denken. Selbst in des freien Mannes Sprache nur den Kunstgriff eines Schmeichlers sehen. Und ich weiß, wer Sie dazu berechtigt. Die Menschen zwangen Sie dazu. Sie haben freiwillig Ihres Adels sich begeben
freiwillig sich auf diese niedere Stufe herabgestellt. Wie könnten Sie in dieser traurigen Verstümmelung Menschen ehren? Aber schade, da Sie den Menschen aus des Schöpfers Hand in Ihrer Hände Werk verwandelten und dieser neu gegossenen Kreatur zum Gott sich gaben, da versahen Sie es in etwas nur. Sie blieben selbst noch Mensch. Mensch aus des Schöpfers Hand. Sie fuhren fort als Sterblicher zu leiden, zu begehren. Sie brauchen Mitgefühl und einem Gott kann man nur opfern, zittern, zu ihm beten. Dafür sind sie auch einzig. Um diesen Preis sind sie ein Gott. Und schrecklich, wenn es nicht wäre, wenn für diesen Preis, für das zertretene Glück von Millionen, sie nichts gewonnen hätten. Wenn die Freiheit, die sie vernichteten... Ich bitte mich zu entlassen, Sie haben meinen Gegenstand, reißt mich dahin. Mein Herz ist voll. Der Reiz zu mächtig, vor dem Einzigen zu stehen, dem ich es öffnen möchte. Vollendet? Ihr hattet mir noch mehr zu sagen? Siehe, jüngst kam ich an von Flandern und Brabant. So viele reiche, blühende Provinzen, ein kräftiges, ein großes Volk und auch ein gutes Volk. Und Vater dieses Volkes, das dachte ich, das muss göttlich sein. Da stieß ich auf verbrannte menschliche Gebeine. Sie haben recht, Sie müssen. Dass Sie können, was Sie zu müssen, eingesehen, hat mich mit schauernder Bewunderung durchdrungen. Oh, schade, dass in seinem Blut gewälzt das Opfer wenig dazu taugt, dem Geist des Opfers ein Loblied anzustimmen. Seht in meinem Spanien euch um. Hier blüht das Bürgersglück in nie bewölktem Frieden. Und diese Ruhe gönne ich den Flamändern. Die Ruhe eines Kirchhofs. Schon flohen Tausende aus ihren Ländern, arm, doch froh. Der Bürger, den sie verloren für den Glauben, war ihr edelster. Sie wollen pflanzen für die Ewigkeit und säen Tod? Ein so erzwungenes Werk wird seines Schöpfers Geist nicht überdauern. Dem Undank haben sie gebaut. Umsonst den harten Kampf mit der Natur gerungen, umsonst ein großes königliches Leben zerstörenden Entwürfen hingeopfert. Und es schmerzt mich, denn sie waren gut. Wer hat euch dessen so gewiss gemacht? Geben Sie, was Sie uns nahmen, wieder. Lassen Sie großmütig, wie der starke Menschenglück aus ihrem Füllhorn strömen, Geister reifen in ihrem Weltgebäude. Der Mensch ist mehr, als sie von ihm gehalten. Geben Sie, was sie uns nahmen, wieder. Werden Sie von Millionen Königen ein König. Geben Sie die unnatürliche Vergötterung auf, die uns vernichtet. Niemals, niemals besaß ein Sterblicher so viel, so Göttliches zu gebrauchen. Ein Federzug von dieser Hand und neu erschaffen wird die Erde. Geben Sie Gedankenfreiheit. Auf Freiheit ist Natur gegründet und wie reich ist sie durch Freiheit. Stellen Sie der Menschheit verlorenen Adel wieder her. Der Bürger sei wiederum, was er zuvor gewesen, der Krone Zweck. Wenn nun der Mensch, sich selbst zurückgegeben, zu seines Werts Gefühl erwacht, dann siehe, wenn sie zum Glücklichsten der Welt ihr eigenes Königreich gemacht, dann ist es ihre Pflicht, die Welt zu unterwerfen. Sonderbare Schwärmer. Verlangt war ja, stellen Sie die Staatsideen, die Poser und Philipp vertreten, kontrastiv gegenüber. Philipp vertritt die Idee der absoluten Staatsautorität, verkörpert im absoluten Monarchen, der als Repräsentant des Staates nur Gott gegenüber verantwortlich ist und in seinem Herrschertum ein Abbild der göttlichen Allmacht darstellt. Als gottgleicher Herrscher muss er auf alle menschlichen Regungen verzichten, will er dem Anspruch seines Amtes gerecht werden. Ein wesentliches Argument für sein Konzept stellt für ihn die Wirklichkeit selbst dar. In seinem Staat können die Bürger friedlich und ohne Gefährdung leben. Posa fordert demgegenüber die Idee der Völkerfreiheit als Grundprinzip des Staates, dem alles unterzuordnen ist. Ein König hat in einem solchen Staat die Funktion des Königs unter Königen. Er repräsentiert und garantiert die Freiheit der Staatsbürger. Nach Posas Konzept ist der Mensch frei.
Entsprechend fordert er Gedankenfreiheit. Der Bürger in einem solchen Staat soll sich ungehindert entfalten und den Staat verantwortlich mittragen können. Philipp und Posa sind sich in der Struktur ihres Handelns wie ihrer Einstellung sehr ähnlich. Beide stehen für ein Staatskonzept, das den totalen Einsatz fordert. Beide sehen von konkreter Menschlichkeit ab. Beide sind bereit, ihre Idee auf Kosten humanen Verhaltens durchzusetzen. Keine ganz einfache Aufgabe. Das geht ja nun über die Beschreibung der Aussagen beider Figuren hinaus. Wie ist diese Aufgabe zu lösen? Richtig. Die reine Beschreibung dessen, was die Figuren sagen, reicht natürlich nicht aus. Aber sie wird immer den Kern der Antwort bilden. Es ist aber dann darüber hinaus eben Aufgabe, das, was die Figuren sagen, sozusagen zu verlängern und auf den Punkt zu bringen. Das heißt, die Idee, die hinter einer Aussage steht, offenzulegen, sofern das die Figuren nicht selbst tun. Es wird damit unumgänglich, insbesondere wenn es sich wie in unserem Fall um einen Ideenkonflikt handelt, auch das Weltkonzept des Autors mit heranzuziehen und vor allen Dingen die Zeit, in der das Stück geschrieben wurde, weniger die, in der es spielt. In unserem Fall bedeutet das, der absolutistische Herrscher auf der einen Seite sieht sich konfrontiert mit Gedanken der Aufklärung, wir sind in der Schillerschen Zeit, und es kristallisiert sich so etwas wie der Anspruch des aufgeklärten Absolutismus heraus. Und dieser 10. Auftritt im 3. Akt, den wir gesehen haben, das ist ja diese sogenannte Schlüsselszene. Woran kann ich das eigentlich erkennen? Ja, Schlüsselszene ist dann, wenn von ihr aus alles oder doch vieles erklärbar, verstehbar wird. In ihr laufen die Fäden sozusagen zusammen. Da werden die Ideen verhandelt, um die es am Ende geht. Die Protagonisten, also Spieler und Gegenspieler, treffen aufeinander, setzen sich auseinander, markieren ihre Positionen und geben gegebenenfalls auch gegenseitig sich ihre Beurteilungen bekannt. Zusammenfassend, können Sie uns einen standardisierten Weg nennen, wie man sich denn nun eigentlich so einer Drameninterpretation nähern kann? Ja, ich kann Ihnen nur erläutern, wie ich selbst das mache, wenn ich mit einem neuen Drama konfrontiert werde. Das ist ganz einfach. Zunächst skizziere ich Schritt für Schritt, was geschieht, was läuft da ab. Das heißt, ich identifiziere die Handlungsstruktur, sofern überhaupt noch eine festzustellen ist. Dann stelle ich erste Überlegungen zur Thematik, zum Konflikt und Konflikthintergründen her. Allerdings, das halte ich mir noch offen. Denn ich muss nun als nächstes die Figuren betrachten und feststellen, wo treten sie in die Handlung ein, was bringen sie jeweils an Impulsen und vor allen Dingen, was steht hinter ihrem Handeln, welche Motive stehen da, welche Ziele verfolgen sie und wie interagieren sie in der Konfiguration. Und wenn ich soweit bin, kehre ich wieder zur ersten Frage zurück und frage jetzt noch einmal, was macht denn nun den Konflikt aus? Ich kann ja jetzt die Figuren mit einbeziehen, aber ich frage nicht nur, was macht den Konflikt aus, sondern was kommt nach dem Konflikt? Das heißt, welche Resultate und wer trägt die Kosten? Und diese Frage, die leitet schon über nach der Frage, was ist denn nun eigentlich die Gesamtabsicht, die hinter dem Stück steht? Besten Dank, Herr Schad, für diese Empfehlungen und dass Sie zu uns gekommen sind. Und um es mit den Schlussworten Philipps aus dem Don Carlos zu sagen, ich habe das meinige getan, tun Sie das Ihre. Zum Beispiel den Wojciech und Don Carlos zu Hause lesen und reinschauen auf unserer Homepage unter www.telekolleg.de. In der nächsten Folge unterhalten wir uns dann über kreatives Schreiben. Bis dahin, Wiederschauen.